Ja, servus meine lieben Angelfreunde, willkommen zurück. Neue Folge, neue Glück. Ja, wie man sieht, da hinten geht gerade die Sonne auf. Ich bin schon so anderthalb Stunden unterwegs zu diesem Angelplatz. Also heute Wochenende, Sonntag, früh aufstehen. Aber so ist es, wenn man ein Angler ist, ne? Dann kennt man kein Wochenende. Nee, also wenn man manchmal zu so einen Stellen fahren will, die weiter weg sind und die ja, laut Aussage Internet und Hörensagen und so was gut ist, ja, dann muss man auch mal früher losfahren. Mal gucken, heute Nachmittag soll es nämlich auch anfangen zu regnen, also richtig regnen, so wie jetzt die letzten Tage schon. Für die Gewässer gut, für natürlich für den Angeln nicht so gut. Und ich trinke erstmal ein Stückchen hier. Schöner frischer Kaffee, das ist lecker. Ja, wir sind heute hier an so einem schönen Flüsschen. An dem Fluss war ich schon mal. So, keine Ahnung, 10, 15 Kilometer weiter stromab. Bis ihr mal das hier hinter mir schon hört, hier ist ein Wehr. Und ich habe heute wieder, naja, drei Ruten bei. Gummifische, große kleine Wobbler, vielleicht Oberflächenköder. Und dann gucken wir mal, was heute so geht. Hier sollen sogar Forellen drin sein. Ja, und das wäre natürlich so ein richtig geiler Bonusfisch. Ja. Ihr könnt dann natürlich jetzt auch erst das Video abwarten, sozusagen den Tag abwarten und dann die Anmoderation machen und sagen, ey, heute sollt ihr zielt auf Forellen gehen oder so, aber nee. Also wir werden mal sehen, also mal gucken. Also ich sag mal, Barsch, Hecht, vielleicht Zander und vielleicht quasi Forelle. Das wäre doch was Geiles. Und dann vielleicht noch Döbel oder so. Schauen wir mal. Ich trinke jetzt erstmal mein Käffchen mal. Geh mal hier runter, guck mir das genau an. Ihr seht das Intro und danach geht's mit Angeln los. Wahnsinn! Das ist der nächste! Jawohl! Oh, was für ein schöner Barsch! Guckt euch diese Murmel an! Oh! Das gibt's ja gar nicht. So, ich bin am Wasser angekommen. Wie ihr wahrscheinlich auch hören könnt, ist hier so eine richtig große Treppe. Da kommt das Wasser runter. Macht natürlich ein urisches Geräusch. Ich hoffe, das stört jetzt so nicht so bei der Kamera. Ich habe jetzt auch mein Richtmikrofon abgemacht. Weil wenn das dran wäre, wäre das echt zu laut. Und ich habe jetzt erstmal am Wasser erstmal zwei Angeln mitgenommen. Meine kleine Feine hier, die ich gerade zusammenbaue. Und dann eine etwas dickere für vielleicht ein paar größere Wobbler oder so. Mal gucken. Anfangen tue ich erstmal hier mit dem kleinen Gummi. Und vorher bereiten wir natürlich den Kescher vor. Ja, das kann man natürlich, wenn man alleine ist, sollte man das eigentlich gleich machen. Das stört nicht. Und sicher ist sicher. Und dann dreht euch einfach mal zum Wasser. Ich fange an zu schmeißen und wir gucken mal, wie tief es hier ist. Wie gesagt, bin das erste Mal hier. Keine Ahnung, wie tief das hier ist. Was hier genau für Fische drin sind. Wie gesagt, Internet und Hörensagen ist immer so eine Sache. Aber wir schauen mal. Mal gucken, der Kopf ist natürlich ein bisschen schwer, aber so klopfe ich mir erst einmal darf. Mal gucken, wie viele Steine hier drinnen liegen und wie gesagt, wie der Untergrund so beschaffen ist. Okay, der Kopf ist natürlich viel zu schwer hierfür. Da machen wir uns kleinen leichten ran. Aber man merkt sofort zwei so eine großen Rillen, die so links und rechts hier runtergehen. So, Edi nochmal kleiner, den Bleikopf.
vielleicht noch gesehen. Der erste Barsch. Da haben wir den ersten schönen Barsch. Was für eine geile Farbe, hä? Schönes Fischchen. Und da sieht man das. Na, schön genommen. Und das fast vor den Füßen. Weiter geht's. So, ich bin jetzt mal von vorne weiter weg. Ja, zwei Barsche. Ja, einen habt ihr gesehen. Ich weiß nicht, ob man den anderen gesehen hat, der gleich am Anfang runtergefallen ist. Der eine ist sogar ein schöner. Ja, so kann man schon mal anfangen. Aber ziemlich flach da vorne. Bin jetzt hier ein bisschen weiter zurück. Mal gucken, ob es hier hinten so ein bisschen tiefer rausläuft. Und dann natürlich da an der Kante vielleicht die größeren abzuholen. Aber der Anfang ist schon mal gemacht. Und ich werfe einfach weiter und mal gucken, was noch so passiert heute. Was ist jetzt dran her? Wow! Der hat eigentlich nur hier kurz gelegen, der Gummifisch auf Boden. Da sehen wir, der nächste schöne Barsch. Ja, da hat sich das Aufstehen nur echt gelohnt. Schöne Fische sind das. So, jetzt haben wir sie gerade an der Oberfläche Raum sehen. Also, ja, so wie ich immer sage, immer schön beobachten. Dann werden wir mal den Gummi abmachen, den Grundköder sozusagen. Und werde mal wieder den kleinen Oberflächenköder ranmachen. Thank you.
So, der Oberflächenköder hat jetzt erstmal nicht gebracht. So 20 Würfe. Ja, man kann man natürlich auch durchschmeißen, aber man sieht, dass Fisch ein bisschen unterwegs ist. Jetzt hat man wieder den kleinen Gecko rangemacht. Mal gucken. Er müsste eigentlich hier lauftiefenmäßig total optimal sein. Schauen wir mal, ob wir da was abgreifen können mit. So, jetzt habe ich hier eine Stelle gefunden. Also die Leute, die aus Brandenburg, aus dem Land Brandenburg kommen, meine Videos gucken und auch Angler quasi ja sind, die kennen das wahrscheinlich hier. Aber ich war hier noch nie. Das sieht mega geil aus hier von der Seite. Kommt hier ein Graben rein. Hinten, wo ihr jetzt schon hier da die Bojen drin seht. Da ist nochmal so eine, wie eine, so eine ausgespülte Außenkurve so. Und dann macht der Fluss da hinten so eine Biege. Und mal gucken. Also hier sieht es doch tiefer aus, breiter aus. Hier hat man Querströmung drin. Also ich glaube, hier bleibe ich erstmal eine ganze Weile stehen. Fange erstmal an mit dem kleinen Gummi. Ein bisschen erarbeiten, wie sieht es hier aus. Und dann werden wir mal sehen. Dann werden wir hier mal ein bisschen abschmeißen mit so den sämtlichen Ködern, die wir so dabei haben. Und dann bin ich mal gespannt, ob hier was geht. Und wo ich jetzt hier so lang gelaufen bin, hat man immer wieder schöne, ich würde fast sagen, Karpfen hier an der Seite sehen, wie sie so sich schön so, ja, so am Kraut so vorbeigeschoben haben, sich ein bisschen gedreht haben. Mega interessant hier. Aber nicht lang schnacken, Köder muss ins Wasser. Ja, das hier ist auch ein kleines, schönes Flüsschen, aber da dürfen wir nur mit einer Extrakarte drin angeln. Ja. Oh, betreten auf eigene Gefahr. So sah es doch aus. Also ich wollte eigentlich da jetzt stehen bleiben und schmeißen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, hier, was ich erklärt habe, in der kleinen Außenkurve hier, habe ich jetzt, glaube ich, ein paar Forellen springen sehen. Jedenfalls hat es sich so angehört. Die Fische genau gesehen habe ich sie nicht, aber man hat diese Klatschen gesehen. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns hier irgendwie durcharbeiten können, ob man hier schmeißen kann. Das sieht echt genial aus. Mal gucken, ob wir hier den Wobbler durchführen können. Ich stelle euch mal hier oben irgendwo hin. Hier steht auf jeden Fall Kleinfisch, ist viel Kraut. Mal gucken, ob die Wobblertiefe ausreicht. Ansonsten nehme ich den Oberflächenköder, aber das sieht schon mal echt genial aus hier. Mal gucken, wie weit man hier vorlaufen kann.
Ja, man muss wirklich immer flexibel reagieren. Hier sieht es so aus, als wenn die Barsche wieder oder so an der Oberfläche rauben. Also, Wobble ab, Oberflächenköder ran. So, wieder ein Weckel auf dem kleinen Grüngummi jetzt. Also die Raubfische sind hier. Ne? Man muss jetzt wahrscheinlich einfach nur am Ball bleiben hier. Puh. Wir gehen mal noch ein Stückchen weiter. Also da wird man echt verrückt. Man sieht, die Fische rauben. Probiert sämtliche Köder durch und nichts läuft. Wir müssen am Ball bleiben, aber wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge, geht selber raus, werft und nicht immer gleich verzweifeln. Die Fische sind auch da, also wenn man sie sieht, sind sie da und dann fressen sie auch. Und irgendwann hat man ein kleines Zeitfenster, da kann man sie fangen. Und dann muss man natürlich am Wasser sein. Und deswegen geht raus, habt Spaß, genießt die Natur und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ciao und bis bald.